Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Wir befinden uns draußen, es ist etwas windig. Ich hoffe, das nimmt nicht zu viel Einfluss auf den Ton und das alles. Wir haben hier Kofferraum Dacia Duster. Wir haben Gott sei Dank auch eine neue Kofferraumwanne für Dacia Duster 4x4. Die ist in Gummi. Was ich euch noch zeigen wollte ist, wir haben ein Hundetrenngitter oder Transportgitter, wie auch immer, zum Schutz für Sachen, die im Kofferraum reinkommen, dass es nicht nach vorne fliegt. Das originale Trenngitter wird hier oben aufgeschraubt und ist dann fest installiert und lässt sich nicht demontieren. Das heißt, man kann es nicht rausnehmen. Das schränkt die Flexibilität doch ein bisschen ein. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal ein anderes Trenngitter. Das nehme ich mal raus und lege es mal dahin, damit man es sieht. So, und dann kommen wir zum Trenngitter. Das wird hier eingeschoben. Dann hoch, oben auf den Kanten aufgelegt. Ich habe dazu diesem Trenngitter, sind auch sehr viele Fotos bei uns im Angebot drin. Im Grunde genommen sind hier Stützen, zwei Stück an der Zahl, rechts, links, die sich an der C-Säule dementsprechend abstützen. Dann haben wir nochmal Winkel, die sich oben an den Seiten, Entschuldigung, an den Seitenwangen für das Kofferraumrollo abstützen, und dann haben wir zwei solche Stangen dabei, die werden jetzt in die Aufnahmen, die eigentlich die Rücksitzbank und zwar die Rückenlehnen halten, werden die von unten nach oben eingesteckt, so, und dann festgeschraubt. Sieht bestimmt lustig aus, wie ich das hier mache, aber so kann ich es halt am besten als Rechtshänder. Das Ganze beklemmt sich dann ein bisschen selbst. Man braucht es gar nicht zu fest drehen, weil dann würde man hier auf die Seitenwangen sehr stark drauf drücken. Es geht darum, dass wenn wir in Fahrtrichtung irgendwie einen Ruck haben, starke Bremsung machen müssen, dass das Gitter hier wirklich hält. Dann mache ich die andere Seite auch nochmal fest. Auch wieder von unten. Man kann die Fotos, wie gesagt, zeigen, das sehr detailgetreu bei uns im Angebot. Dann schrauben wir den auch nochmal fest. Na? So, fest ist das. Das nehmen wir beiseite. Klappen wir das hoch, legen wir vorne unter, damit es keinen stört. Türen zu. Und der hier ist ein bisschen tiefer gelegt. Der ist auch ein bisschen kleiner. Der kommt an den Ecken, kommt der nicht durch. Das schafft er einfach nicht. Dafür ist es zu eng. Da müsste ein Hund schon extremst klein sein, damit er da durchpasst. Ich wage jetzt behaupten, dass es nicht geht. Also es ist richtig schön fest drin. Es schließt absolut ab. Also da ist kein Durchkommen, auch oben rüber nicht. Da müsste man schon eine Ratte sein, aber das ist der hier nicht. Das ist meiner, das ist Oso. Den haben wir vom Tierschutzverein in der Vermittlung bekommen. Er kommt aus Spanien, aus La Gomera. Ist ein ganz liebes Tier. Und jetzt gerade mal, was ist denn mit dir los? Hast du was gesehen? Naja, ich wollte es euch, wie gesagt, nur mal gezeigt haben, wie das Ganze hier funktioniert mit dem Trenngitter. Du passt schön auf. Ich glaube, er mag nicht gern gefilmt werden. Und ich sage natürlich immer, wie immer, bis denn dann.